Die Berliner Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz hat in ihren 30 Berufsjahren viel erlebt. Doch was sie an diesem Abend beim Spaziergang am Kanalufer entdeckt, jagt der 63-jährigen Juristin einen gewaltigen Schrecken ein. Alles okay? Hallo? Alles okay? Hallo. Sie müssen mal mit mir sprechen. Barbara von Minkwitz hat sofort den Rettungsdienst gerufen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt ist die junge Obdachlose in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden. Doch die schwer verletzte Frau hat weder Papiere noch eine Versichertenkarte dabei. Wie geht's Ihnen denn? Oh, ich habe ganz starke Schmerzen hier an der Seite. Das wird jetzt sofort besser. Der Arzt wird Ihnen gleich helfen. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Sie hat eine Amnesie. Also sie kann sich an ihren Namen nicht erinnern. Wir konnten leider auch keine Papiere bei ihr entdecken. Also ich müsste schon ihren Namen wissen. Es muss ja klar sein, wer die Kosten für die Behandlung übernimmt. Sagen Sie mal, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Die Frau war bewusstlos. Die Frau blutet. Ich meine, diesen Papierkram, den können Sie doch wirklich später erledigen. Okay, gut. Ich trage jetzt Ihren Namen hier ein. Dann fangen wir an. Ich würde Sie bitten, draußen zu warten. Ich melde mich gleich bei Ihnen, wenn wir fertig sind. Ja? Na bitte, geht doch. Der Arzt untersucht die obdachlose Frau, nachdem Barbara von Minkwitz sich für sie einsetzt und bürgt. Nur 20 Minuten später hat der Doktor eine unerwartete Diagnose. Also, ich kann Entwarnung geben. Die Dame, das ist ja schön. Ist außer Lebensgefahr. Ja. Ja, ich würde sie gerne ein paar Tage hier behalten, um zu schauen, wie sie sich entwickelt. Ja. Dann können Sie auch schon wieder nach Hause. Ach, das hört sich doch gut an. Aber sagen Sie mal, ich meine, sie hat ja so stark geblutet. Wenn Sie überhaupt wollen, dass der Arzt mehr Auskunft gibt. Ja. War das eine Stichverletzung oder was war das denn? Eindeutig keine Stichverletzung. Sie hatte da eine frische OP-Narbe. Operationsnarbe? Also die Narbe deutet darauf hin, dass der Dame kürzlich eine Niere entfernt wurde. Niere entfernt? Sagen Sie jetzt mal ganz in Ruhe, überlegen Sie bitte mal. Sie wissen wirklich nicht, Sie erinnern sich nicht, dass Ihnen vor wenigen Tagen eine Niere entfernt worden ist? Nein, das kann nicht sein. Ich bin gestürzt und dann bin ich hier aufgewacht. Also wir haben Ihnen, ich kann Sie beruhigen, wir haben Ihnen keine Niere entnommen. Wahrscheinlich haben Sie mir eine gespendet. Aber ich hab die nicht gespendet. Durch den Sturz kann es sein, dass diese Amnesie hervorgerufen wurde. Ich hatte auch diese Kopfverletzung. Also wissen Sie, ich kann mir eigentlich in Deutschland fast nicht vorstellen, dass einem Menschen gegen seinen Willen eine Niere entnommen worden ist. Aber ich glaube Ihnen auch, also wenn das wirklich so ist, dann werde ich herausfinden, wer das war. Sie müssen mich nur bevollmächtigen. Soll ich das machen? Ja, bitte. Okay, dann werde ich mich sofort um alles kümmern. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut. Ich bin spätestens morgen wieder bei Ihnen und berichte Ihnen, ja? Also das ist wirklich unglaublich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner Mandantin ohne ihr Wissen eine Niere entfernt worden ist. Das würde auch erklären, warum ich sie halb bewusstlos und blutend unter der Brücke gefunden habe. Offensichtlich hat sie jemand direkt nach der OP dahingelegt. Und ich werde herausfinden, wer das war. Also Dr. Franke, die Sache gefällt mir überhaupt nicht. Wissen Sie, ich finde, also die Mandantin tut mir so leid, mit der ist doch irgendwie offensichtlich was ganz Unrechtmäßiges passiert. Ich meine, das kann doch nicht sein. Haben Sie sowas schon mal öfter erlebt? Nein, hier? Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass da ein Organklau passiert ist. Ist doch unwahrscheinlich. In Deutschland ist ein Organklau eigentlich völlig ausgeschlossen. Die Auflagen sind enorm. Stellen Sie sich vor, bevor eine Organspende passiert, wir brauchen einen Spenderpass, Einverständniserklärung der Patientin, das sind zwingende Voraussetzungen. Darüber hinaus, jede Organentnahme muss Eurotransplant gemeldet werden. Mhm. Die entscheiden dann anhand von bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel genetische Marker und so weiter, wer so ein Organ als nächster bekommt. Es gibt da eine festgelegte Sequenz. Theorie und Praxis, Sie wissen doch ganz genau, Papier ist geduldig. Und in der Praxis gibt es ganz viele schwarze Schafe in Deutschland, doch immer mal wieder, die ihre Patienten ganz oben auf die Liste setzen, damit die schnell ein Organ kriegen. Ja, ich habe sowas auch gehört, aber es sind Einzelfälle. Die werden natürlich in der Tagespresse dann hochgehalten. Es ist sehr unwahrscheinlich. Und ein deutscher Arzt, ein Profi, würde sich sowas nicht trauen. Ich sage Ihnen, die Geschichte wurde von einem Profi gemacht. Das verstehe ich aber nicht, wenn das von einem Profi gemacht worden ist, warum die Wunde sofort wieder blutet. Die Dame wohnt unter der Brücke. Die hygienischen Bedingungen sind natürlich denkbar schlecht. Dann setzen sich Bakterien dort in der Wunde fest und die geht auf. Und das weiß ein Profi. Und deswegen entlässt er eine Frau einfach nicht so schnell unter die Brücke wieder. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen.
Die Anwältin unterschreibt den Aufnahmeantrag für die nicht identifizierte Patientin. Damit steht die Juristin persönlich für deren Behandlungskosten gerade. Jetzt möchte Barbara von Minkwitz herausfinden, wer die verletzte obdachlose Frau ist. Vielen Dank. Bitte schön. Aber ich habe noch was für Sie. Was soll ich damit? Das habe ich auf dem Flur gefunden. Und ich denke, dass es der Patientin aus der Tasche gefallen ist. Ach, das ist aber jetzt nett von Ihnen. Das haben Sie direkt unter der Liege von der Patientin gefunden. Das könnte ja vielleicht Ihre Familie sein. Möglich wär's. Ich werde gleich noch mal gehen und Sie fragen. Vielen Dank. Ja, dann schönen Tag noch. Take me down to the river band. Take me down to the fighting end. Nur einen Tag später begibt sich die Anwältin an das Kanalufer, wo sie ihre namenlose Mandantin verletzt aufgefunden hat. Da Barbara von Minkwitz von ihr selbst nichts über ihre Identität erfahren konnte, erhofft sie sich Hinweise von anderen Obdachlosen. Das ist doch die Babs! Der zeigt doch! Ach nee, das ist ja interessant, das ist die Babs. Ja. Und hat die Babs vielleicht auch einen Nachnamen, Familiennamen oder irgend sowas? Ja, sie sind vielleicht ein Vogel, woher sollen wir denn das wissen? Und vor allen Dingen auf der Straße brauchst du keinen Namen. Ja? Ja. Dann wirst du entdeckt, dann wirst du, wir anonym, ja? Ja klar, leuchtet mir ein, das war eine blöde Frage. Eben. Aber wie lange kennt ihr die Babs denn? Aber wissen Sie, Fräuleinchen, wenn wir mir vielleicht auf die Sprünge helfen können mit einer kleinen Spende, das wird vielleicht mein Gedächtnis ein bisschen helfen. Oh, nicht unklug, Mann. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt mich ein bisschen überfordert, so in der Schnelle, aber. Naja, nun ist schon beides draußen. Ich denke, dann komme ich auch nicht mehr drum herum. Oh, fördert das vielleicht das Erinnerungsvermögen? Sind auch echt, fordert das das Erinnerungsvermögen irgendwie? Ja, wenn ich so nachdenke, die muss so circa seit, ich denke so seit anderthalb Jahren ist die aufgetaucht, wa? Ja. Anderthalb Jahre? Ist doch Quatsch. Ist ja schon über 2 Jahre her. What? 2 Jahre. Und dann hat sie euch doch vielleicht, wenn ihr die so lange kennt, werdet ihr doch irgendwas aus ihrer Vergangenheit, irgendwas von ihrer Familie mal gehört haben, hat sie doch was erzählt, oder? Ja, die hat ja ein hammerhartes Leben hinter sich, ja? Ja. Oh, weia, die wäre beinahe erschossen worden. Ah, nee. Ja. Ja, in so einem Supermarkt hier. Da ist ein Verrückter rumgelaufen, ja, mit der Wumme und hat da rumgeballert, ja, und hätte die fast erschossen. Und wenn sie nicht in einen Weg geschmissen hätte, dann wäre die platt gewesen. Das ist ja furchtbar. Ja, ihr Lebensretter, der ist in ihrem Arm gestorben. Ja, und seitdem ist die verschütt. Nervlich runter am Kopf, einen Toten im Arm haben. Der hat ihr Leben gerettet, ja. Ja, die ist total durchgedreht. Die hat nicht mehr auf die Schiene gekriegt. Die ist ja von zu Hause abgehauen. Weil da war nur noch Stress an ihr. Also totaler Albtraum. Ah, ja. Und hat die euch mal erzählt, dass sie in letzter Zeit vielleicht dass sie eine Niere spenden wollte oder verkaufen sogar? Nee. Wem soll denn Babs eine Niere spenden? Also ich weiß nur, dass die vor kurzer Zeit, weil die mal hat mir einer erzählt, dass sie auf der Nase gefallen ist. Und naja, dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht, wa? Das ist ja interessant, ins Krankenhaus. Und weiß vielleicht einer, in welches Krankenhaus? Das würde mir echt helfen. Naja, okay, immerhin. Das war schon eine große Hilfe, vielen Dank. Ah, Fräuleinchen, wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Das ist gut bei dem Wetter. Glaube ich, das ist unheimlich nett, aber ich muss jetzt schnell weiter. Vielen Dank für eure Hilfe, ja? Und Dankeschön. Tschüss. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden mir keinen Bären aufgebunden haben. Und wenn die Sache mit dem Überfall stimmt, dann kriege ich auch raus, wer Babs ist. Ich werde jetzt erstmal schnell zu ihr ins Krankenhaus fahren und ihr die Geschichte erzählen. Vielleicht bringt das ihre Erinnerung irgendwie wieder in Gang, dass sie sich an irgendwelche Details dieser Geschichte erinnert. Barbara von Minkwitz braucht Verstärkung und zieht ihren Rechtsreferendar hinzu. Denn ihre namenlose Mandantin ist vor 2 Stunden spurlos aus dem Krankenhaus verschwunden. Gemeinsam mit dem jungen Mann macht sich die Juristin im Umfeld des Krankenhauses auf die Suche. Ja, was machen Sie denn hier? Aber wo kommen Sie denn jetzt her? Und dann auch noch mit Verstärkung. Ja, das ist mein Rechtsreferendar. Das ist Herr Christopher Carstens und der hilft mir in diesem schwierigen Fall. Schönen guten Tag. Tag. Sagen Sie mal, wie geht's Ihnen denn? Warum sind Sie denn aus dem Krankenhaus weggelaufen? Ich meine, bei dem Regen hier und in der Kälte, so wären Sie doch nie gesund. Warum sind Sie denn da weggegangen? Ja, da war halt so eine Frau mit im Zimmer und ihr hat die ganze Zeit die Nase gerümpft und dann hat sie sich bei den Schwestern beschwert. Dann haben sie drauf angesprochen und dann hat sie mich voll als Pennerin dann auch noch beschimpft.
Und dann habe ich gedacht, ey, hier muss ich echt nicht liegen bleiben. Nee, da haben Sie völlig recht. Das kann ich verstehen. Das ist ja auch total kränkend. Aber ich meine, warum haben Sie die Krankenschwester nicht gefragt, ob die diese nette Dame nicht vielleicht verlegen kann? Sagen Sie mal, sind Sie jetzt reingekommen, um mir das zu sagen oder was? Nina, Sie sind aber auch gut drauf, nicht? Nein, ich habe Neuigkeiten. Ich habe zwei Obdachlose getroffen und habe denen ihr Handyfoto gezeigt. Und die haben sie wiedererkannt und die haben mir gesagt, dass sie die Babs sind. Dämmert da bei Ihnen irgendwas, eine Erinnerung? Nee, überhaupt nicht. Die haben mir erzählt, dass sie vor 2 Jahren einen Raubüberfall auf dem Supermarkt miterlebt haben, dass sich da ein Passant schützend vor sie gestellt hat, erschossen worden ist, sie den Tod in den Armen hatten. Und seitdem so traumatisiert sind, das meine ich jetzt wirklich ernst, dass sie ihre Familie verlassen haben, haben die mir erzählt, und seitdem auf der Straße leben. Also das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Sagen Sie mal, und die Geschichte haben Sie denen geglaubt? Wissen Sie, irgendwie haben die beiden auf mich glaubwürdiger gewirkt als Sie gerade. Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Sie haben mich beauftragt, Ihnen zu helfen und herauszufinden, wer Ihnen Ihre Niere gestohlen hat. Und dazu gehört doch auch, dass wir erstmal herausfinden, und wir geben uns hier wirklich Mühe, herausfinden, wer Sie sind. Das müsste Sie doch normalerweise auch interessieren. Ey, wissen Sie was? Hauen Sie einfach ab. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, wenn Ihnen nicht zu helfen ist. Nee, ich habe zwar große Bedenken, aber dann tut mir das sehr leid. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, ja? Danke. Sicher? Ja, natürlich. Gut. Also mit der Reaktion habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich meine, jeder will doch wissen, wer er ist. Aber vielleicht habe ich die Babs oder wie sie auch immer heißt, jetzt einfach völlig überfordert. Die ist durch den Überfall im Supermarkt absolut traumatisiert und will an die Sache nicht erinnert werden. Das leuchtet schon ein. Aber der Herr Carstens und ich, wir werden jetzt wegen dieses Raubüberfalls im Supermarkt ermitteln. Die Tatsache, dass die angebliche Babs ein traumatisches Überfallerlebnis abstreitet, hat Barbara von Minkwitz und ihren Referendar veranlasst, zu recherchieren. Die Schilderung der beiden obdachlosen Männer scheint jedoch zu stimmen. Denn im Internet sind die Juristen auf eine Meldung über eine tödliche Supermarktschießerei vor 2 Jahren in Kreuzberg gestoßen. Dabei hatte sich ein Kunde schützend vor eine Verkäuferin geworfen. Die Anwältin beauftragt Christopher Carstens mit der Recherche in dem erwähnten Supermarkt. Der war total durchgedreht. Er hat in die Decke geschossen, dann hat er meine Angestellte bedroht, fing an, auf sie zu schießen, und der Kunde versuchte, sie noch zu Boden zu reißen, und ist dann frontal, hat er die Kugel dann abbekommen. Und Sie haben gerade gesagt, die Angestellte wurde da quasi fast angeschossen. Hat die sich verletzt, oder? Die Angestellte hieß Annika Jäger, der ist soweit nichts passiert, aber sie hat halt den Mann in ihren Armen sterben sehen, wie er da verblutet ist, ja. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, weil sie stand so unter Schock, dass sie danach gekündigt hat. Kann es sein, dass sie sich eventuell um diese Person handelt? Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Sie sieht schon aus wie Annika Jäger, aber ich weiß es nicht so richtig, weil Annika Jäger hat eigentlich immer so auf ihr Äußeres sehr stark geachtet. Ja, sie war eine sehr gepflegte Frau. Okay. Ansonsten hätte ich jetzt noch eine andere Aufnahme. Kennen Sie vielleicht irgendjemanden auf diesem Bild? Ja, na klar, das ist der Ehemann von Frau Annika Jäger. Ah, okay. Und die beiden Kinder, Nina und Luis, genau, so hießen die beiden Kinder. Ah. Und die haben mit dem Vater zusammen die Mutter regelmäßig von Arbeit abgeholt. Aber meine Frage, woher haben Sie denn bitte das Foto? Das ist eine lange Geschichte. Also sie leidet gerade unter Gedächtnisverlust und Sie haben uns gerade geholfen, unsere Mandantin überhaupt zu identifizieren. Okay. Jetzt wäre nur die Frage, haben Sie vielleicht eine Adresse von der oder sowas? Weil ich würde gerne an der Familie Bescheid sagen. Ja, wir können gerne im Büro mal schauen gehen. Aber ja. Ich müsste, denke ich, noch eine Adresse haben, wenn Sie einfach passend mal mitkommen würden. Gerne, gerne. Ja, gehen wir bitte hier lang. Da haben die zwei Obdachlosen die Anwältin also doch nicht belogen. Jetzt wissen wir auch endlich, wer unsere Mandantin überhaupt ist. Stellt sich für mich nur die Frage, warum Annika Jäger damals vor 2 Jahren ihre Familie verlassen hat. Aber genau das werden wir jetzt von ihrem Mann in Erfahrung bringen. Endlich hat die junge Frau, der eine Niere entfernt wurde, einen Namen. Christopher Carstens hat Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz sofort darüber informiert. Nun hofft der Referendar, Annika Jägers Mann und ihre Kinder Nina und Luis unter der alten Wohnadresse zu finden. Ja, das ist meine Annie. Warum hat sie denn einen Verband um? Ja, also es ist so, ihre Frau lebt seit 2 Jahren auf der Straße und ihr geht's auch den Umständen entsprechend. Bitte wie? Ja, also wir wissen bis jetzt nur, dass ihr die Niere illegal entfernt worden ist. Bitte was? Ja. Setzen Sie sich mal bitte. Ja. Also das muss ich jetzt erstmal kurz verdauen hier. Bitte was? Eine Niere entfernen? Es ist so, dass
Die Rechtsanwältin hat sie blutend auf der Straße gefunden und sie wurde anscheinend vermutlich direkt nach der Operation dort abgelegt. Das ist doch furchtbar, wer macht denn sowas? Ja, das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen, das wissen wir leider noch nicht, aber wir tun natürlich unser Bestmöglichstes, um den Täter zu finden. Mensch, Sie glauben ja nicht, was wir die letzten 2 Jahre alles durchgemacht haben. Meine Kinder haben sich die Augen ausgeheult. Eines Nachts war sie einfach weg. Sie hat nur noch einen Zettel hinterlassen, den kann ich Ihnen gerne zeigen. Okay. Wo war der Lash? Ich glaube hier. Ja, da ist er. Also, bitte verzeiht mir, aber es ist besser, wenn ich euch weiter nicht zur Last falle. Ich hab euch lieb, Annika. Gucken Sie selber. Das war ihr letztes Lebenszeichen und damit war sie weg. Okay. Wieder Polizei. Hallo, Papa, wir sind zu Hause. Ja, hallo. Kommt mal her. Oh, hallo, haben wir Besuch. Kommt mal her. Guter, kommt mal her. Ich glaube, das ist, was der Mann gerade erzählt hat. Er hat Mama gefunden. Ja. Er hat Mama wieder gefunden. Mama. Ja. Das ist Wahnsinn. Geht's ihr oder? Gut? Ja, also. Können wir sie sehen? Erstmal, es wäre vielleicht besser, wenn die Rechtsanwältin den Kontakt da herstellen würde, weil sie hat auch mehr Vertrauen mit ihrer Mutter auch aufgebaut und sie kennt auch ihren Stammplatz. Was denn für ein Stammplatz? Das kann ja nicht. Kinder, also es ist so, ja, also eure Mutter, die wird sicherlich nicht mehr so sein, wie sie ihr in Erinnerung habt, ja. Mir ist egal, wie Mama aussieht. Ich will sie nur endlich wiedersehen. Ja. Ja, können wir da nicht irgendwas machen? Ja, ich könnte die Rechtsanwältin jetzt sofort anrufen, dann könnte sie euch zu ihr begleiten. Na, aber los, ja? Bitte. Ja, ja, okay. Machen Sie. Ist das klasse, Mama? Endlich. Mama. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Annika wieder aufgetaucht ist. Ja, seit 2 Jahren warte ich auf diese erlösende Nachricht. Ich glaube das aber wirklich erst, wenn ich sie selbst sehe. Die Familienzusammenführung der Jägers will Barbara von Minkwitz selbst übernehmen, weil sie hofft, dass dabei Annikas Erinnerung zurückkehrt. Die Anwältin merkt, wie aufgewühlt Sören und seine Kinder sind und möchte die Familie deshalb beruhigen. Bleiben Sie hier, warten Sie. Papa, Sie haben mich alle so vermisst. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Annika? Hey. Hey, komm mal her, Mann. Oh. Ey, wir sind so froh, dass du lebst, Mensch. Ey, hallo. Was heißt denn hier Annika? Wer sind Sie überhaupt? Ich kenne Sie gar nicht. Du musst mich doch erkennen. Ich bin Sören, nee. Dein Mann. Das sind deine Kinder. Hallo, komm. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie müssen mich völlig verwechseln hier. Nein, was heißt denn hier verwechseln? Ey, ich lebe hier unten in der Brücke. Mann, die Anwältin hat schon gesagt, du hast dein Gedächtnis verloren. Nee, ja, komm mit nach Hause, dann wird alles wieder gut. Lass mich los. Herr Jäger, lassen Sie doch bitte Ihre Frau gehen. Ich kann Sie doch nicht schon wiederziehen lassen. Ich kann ja verstehen, dass Sie Ihre Frau zurückhaben wollen. Und die hat Sie auch wiedererkannt. Aber die ist einfach durch die letzten 2 Jahre völlig traumatisiert. Sie müssen ihr ein bisschen Zeit lassen. Zeit? Wir haben 2 Jahre lang nach ihr gesucht und nie was von ihr gehört. Mensch, dann haut sie schon wieder ab. Ich gehe hinterher. Ich werde mit ihr sprechen und ich sag Ihnen Bescheid. Ich melde mich bei Ihnen. Ja? Machen Sie es, bitte. Die Anwältin will erreichen, dass Annika endlich zu ihrer Familie zurückkehrt. Frau Jäger, Sie haben doch Ihre Familie wiedererkannt, nicht? Ja, na klar habe ich meine Familie wiedererkannt. Wie konnte ich die jemals vergessen? Jeden Tag habe ich an meine Kinder und an meinen Mann gedacht. Aber dann hatten Sie doch gar keinen totalen Gedächtnisverlust. Dann wussten Sie die ganze Zeit, wer Sie sind. Und warum haben Sie mich nicht ins Vertrauen gezogen? Hören Sie mal, ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass Sie mich in diesem Zustand hier sehen. Ja, jetzt haben meine Kinder mich gesehen wie eine Pennerin. Das ist doch furchtbar. Ich habe mich total geschämt gerade. Das kann ich verstehen, aber es geht nicht nur um Sie. Es geht auch um Ihre Familie und um den Weg zurück. Ihre Familie denkt seit 2 Jahren, dass Ihnen was passiert ist, dass Sie vielleicht tot sind. Wollen Sie denn nicht irgendwann mal zu Ihrem Mann und zu Ihren Kindern zurück? Hören Sie mal, ich habe meine Familie vor 2 Jahren verlassen, weil ich nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Ja, ich konnte mich um nichts mehr kümmern. Und genau das würde jetzt wieder passieren. Das schaffe ich nicht noch mal. Das ist jetzt sicher alles zu viel für Sie. Aber bitte denken Sie doch mal in Ruhe drüber nach. Und dann habe ich noch eine Frage. Wenn Sie diesen totalen Gedächtnisverlust überhaupt nicht hatten, können Sie sich dann vielleicht trotzdem an die Umstände, die zu der Nierenentnahme geführt haben, erinnern? Nee, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ehrlich.
Gut, dann erstatte ich jetzt Anzeige wegen Verstoß gegen das Transplantationsgesetz und wegen schwerer Körperverletzung gegen Unbekannt. Das ist Ihnen, sind Sie einverstanden? Aber warum machen Sie das denn alles für mich? Weil das sich um Organdiebstahl handelt und da sind weitere Menschen permanent gefährdet und das müssen wir verhindern, da sind wir beide in der Verantwortung. Ja, gut, dann machen Sie das. Okay, tschüss. Tschüss. Ich habe sofort gemerkt, dass die Frau Jäger ihre Familie wiedererkennt, sonst hätte sie sich nämlich nicht von allen umarmen lassen. Und obwohl sie keinen totalen Gedächtnisverlust gehabt hat, glaube ich ihr, dass sie die Umstände, die zur Nierenentnahme geführt haben, dass sie sich an die nicht erinnert. Denn warum sollte sie mich anlügen? Und der, der das getan hat, den werde ich jetzt suchen. Da der Arzt in der Notaufnahme Annikas Nieren-OP als professionell bezeichnet hat, beginnt Barbara von Minkwitz mit der Tätersuche in Krankenhäusern. Sie hält es für wahrscheinlich, dass Annika in einer Klinik nahe ihres Fundortes operiert worden ist. Darum hat die Anwältin eine Adressenliste erstellt. Am nächsten Tag sucht sie mit Annika zuerst die Krankenhäuser auf, die in der direkten Umgebung des Kanalufers liegen. Ja, mir kommt das schon sehr bekannt vor. Gut, wirklich? Dann frage ich mal da vorne an der Rezeption. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und ich würde gerne wissen, ob Sie mir sagen können, dass hier eine Frau vor kurzer Zeit mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden ist. Ja, da müssen Sie mir schon mal den Namen nennen. Das würde ich furchtbar gerne, aber die Frau ist hier als Unbekannte eingeliefert worden. Die hatte nämlich gar keine Papiere bei sich. Also normalerweise behandeln wir in unserer Klinik überhaupt keine Patienten ohne Personalien. Aha. Und wenn doch, hätte ich auf jeden Fall was davon mitkriegen müssen. Tut mir leid. Hätten Sie. Sagen Sie mal, ich sehe gerade hier, Sie sind eine Transplantationsklinik? Ja, unter anderem hat sich unser Haus auf Nierentransplantationen spezialisiert. Unser Herr Dr. Koch ist ein ganz angesehener Nierenspezialist. Könnte ich den vielleicht mal sprechen, den Dr. Koch? Ja, heute nicht, heute ist er nicht im Haus. Aber morgen Vormittag hat er seine offene Sprechstunde von 10 bis 12. Da dürfen Sie dann auch gerne ohne Termin kommen. Gut, vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Gerne, wiedersehen. Tschüss. Das ist ja unglaublich. Glauben Sie vielleicht, dass dieser Dr. Koch meine Niere geklaut hat? Das weiß ich nicht, aber wenn der das war, dann werde ich das herausfinden. Das ist doch alles kein Zufall. Meine Mandantin kann sich eindeutig an dieses Bild in der Eingangshalle der Klinik erinnern. Und dann gibt es da auch noch einen Nierenspezialisten, der auch Transplantationen durchführt. Also ich bin mir ganz sicher, wir haben die richtige Klinik gefunden.